Promi-Geflüster, Folge 5 mit dem ESC-Geflüster. Und heute natürlich habe ich noch mal eine Kandidatin für euch, die sich gerne hier bei uns vorstellen möchte, um hier das Voting noch mal ein bisschen anzukurbeln dann am 16. Februar, wenn es dann um die Wurst geht, wer das Ticket nach Malmö bekommt. Und es ist eine wirkliche tolle Schlagernummer, die einzige eigentlich, die dabei ist. Ich sage erstmal hallo und herzlich willkommen, Marie Reim. Grüße dich. Hi, schön, dass ich hier sein darf. Vielen Dank. Wunderbar, das freut mich auch. Und ich sage gerade, es ist eigentlich das einzige Nummer, die wirklich richtig schlagerhaft, Popschlager hier beinhaltet, ne? Tatsächlich, ich war auch sehr überrascht, dass es nur oder auch überhaupt einen Schlager-Act gibt, der mit reingenommen wurde. Und ich finde es aber total cool, weil ich finde es grundsätzlich sowieso sehr interessant, ob die Zuschauer nicht auch mal wieder Interesse daran hätten, vielleicht einen deutschsprachigen Schlagersong zum ESC schicken zu wollen. Das werden wir aber sehen. Ich werde mein Allerbestes geben und dann werden wir mal gucken, wie weit ich es schaffe. Ganz klar, ich meine, natürlich liegt bei dir Musik im Blut und klar, man kennt dich ja, deine Mutter, die Michelle, logisch, und der Vater, der Matthias. Also wenn da nicht 200% rauskommen, was soll dann noch sonst noch kommen, ne? Wo ist es? Naiv heißt dein Titel, und wenn man so ein bisschen in der Beschreibung da mal nachschaut, was naiv eigentlich so bedeutet, natürlich, kindlich, unbefangen, arglos. Sind das so Eigenschaften, die bei dir auch zutreffen? Ich bin ein Mensch. Ich glaube, dass ich gerade was Sachen Liebe angeht, etwas, ein kleines bisschen, nein, Quatsch, doch vielleicht manchmal etwas naiv sein könnte. Aber letztendlich geht es ja nicht darum, dass man naiv im Negativen ist, sondern naiv kann auch was Schönes sein. Naivität kann etwas sehr, sehr Schönes sein, weil es gibt einem auch wieder die Erlaubnis, also man erlaubt sich damit immer wieder der Liebe eine neue Chance zu geben, auch wenn man vielleicht etwas unschöne Erfahrungen vorher gemacht hat, und das ist etwas sehr, sehr, sehr Schönes, und manchmal hilft einem Naivität auch ein bisschen weiter, sich auf neue Sachen immer wieder einzulassen und sein Glück immer wieder zu probieren. Ja, definitiv, da hast du recht. Der Titel ist von dir selbst geschrieben, glaube ich, du bist ja da auch sehr mit involviert, und natürlich dein Produzent Tim Peters, wer ihn kennt, der macht auch sehr, sehr viel, ich glaube auch für deinen Vater, wenn ich es jetzt schon richtig gesehen habe, und ja, viele, viele andere Künstler, die gerade aktuell im Schlager unterwegs sind, gell? Tatsächlich. Wie ist der Titel entstanden? Wie kam es zustande? Ich habe vor einigen Monaten mal so ein bisschen im Studio eingebunkert. Normalerweise macht man ja für solche Songwriting-Sessions ein Team aus 5, 6 Leuten, und es gab die in diesem Team waren es wirklich dann nur ich und Tim. Es waren nur wir beide, und es ist aber so ein kreativer Output entstanden. Also wir haben auf einmal haben wir gesagt, ich habe jetzt das erlebt, mir liegt jetzt das auf dem Herzen, und teilweise naiv, zum Beispiel ein Song, der ist super schnell fertig geschrieben gewesen, weil die Geschichte war gegeben, es war eine autobiografische Story und es ist einfach aus mir rausgeflossen, und wer könnte natürlich mit mir besser meine autobiografischen Stories oder Erlebnisse verpacken, außer als jemand, der mich auch privat so unfassbar gut kennt wie Tim Peters. Deswegen waren wir da ein unfassbar besonderes Team und haben diesen wahnsinnig tollen Song geschrieben, und ich hatte schon bei dieser Entstehung von dem Song ein super gutes Bauchgefühl. Und man hat aber nie so eine Garantie, und deswegen war ich noch sehr vorsichtig mit dem Gedanken, mit dem Gefühl, was ich hatte. Heißt, wir haben uns nach Fertigstellung von dem Song einige Meinungen eingeholt, von Freunden, Familie und so weiter und so fort. Und alle haben auf einmal, haben alle gesagt, boah, wir lieben Naiv. Naiv ist so gut angekommen, und ich war so total geflasht und dachte mir so, wow, es ist ein riesen Kompliment für mich, dass ein Song, den ich so aus tiefstem Herzen vertreten kann, weil es ist ein 100%iger Schlagersong, und ich bin 100% Schlager. Ich habe einfach was gemacht, was wirklich aus meiner Seele spricht. Und das hat so unfassbar gefruchtet, das ist so gut angekommen. Selbst mein Vater hat gesagt, Marie, wenn du den nicht singst, dann sing ich den. Und da dachte ich mir so, okay, das muss was heißen. kann sich ja später mal noch zu einem Duo vielleicht oder Duett vielleicht noch entwickeln, wer weiß, ne?
Sehr gut. Aber jetzt ESC, klar, deine Mutter hat schon Erfahrung gesammelt. Das sind circa 23 Jahre, ja, ziemlich genau 23 Jahre her. Ne? Jetzt stehst du da auf der Bühne dann, zumindest mal im Vorfeld. Hoffentlich dann auch für Malmö. Ja, drücken ganz fest die Daumen, dass mal schlagerhaft was rüberkommt. Ja. Du kannst dann am 16. ihr sozusagen dann ein kleines Geburtstagsgeschenk machen, wenn du dann gewinnen solltest. Sie hat ja am 15., gell? Genau, sie hat am 15. Geburtstag und mein Ich am 14. Ach, siehste, ja, dann wäre es ja auch ein Geschenk für dich. Genau, richtig. Also streng dich an, Ja, es wäre einmal natürlich ein Riesengeschenk, ich glaube von meiner Mama, aber die ist sowieso stolz, ganz egal, was passiert. Also meine ganze Familie steht da zum Glück so hinter mir. Und für mich wäre es natürlich ein Riesengeschenk, wenn ich jetzt wirklich nach Schweden, um Gottes Willen, da muss ich direkt lachen, weil das ist so ein Traum, der dann wahr werden würde. Wenn ich jetzt wirklich nach Schweden fahren würde, dann würde das ESC-Finale da ja direkt auch wieder über meinen Geburtstag stattfinden, über meinen 24. Geburtstag. Und das wäre natürlich das größte Geburtstagsgeschenk, was ich mir selber machen könnte, wenn ich dann wirklich meinen Geburtstag in Schweden beim ESC-Finale feiern dürfte. Das wäre so Wahnsinn, ja. Also es ist eine riesen Traumvorstellung. Mal gucken. Ich werde alles geben und dann werden wir mal schauen, ob das reicht, um diesen Traum vielleicht irgendwie erfüllen zu können. Genau. Damals ein Jahr alt, da hast du wahrscheinlich vom ESC, von dem ganzen Trouble, da noch gar nicht so viel mitbekommen. Aber wann ist dir so mit dem ESC so erstes Mal bewusst geworden? Wann hast du da was mitbekommen? Als ich irgendwann in meiner Jugendphase war, da habe ich mich natürlich dann auch schon brennend irgendwie dafür interessiert, das jedes Jahr verfolgt tatsächlich. Aber auch ich war auch eher so, dass ich das alles rückwirkend lieber verfolgt habe. Heißt, ich habe mich auch informiert über alles, was in der Zeit passiert ist oder vor dieser Zeit passiert ist, an die ich mich jetzt erinnern kann. Und ich muss sagen, meine Favoritenauftritte waren tatsächlich, oder meine Favorite-Künstler waren dann echt so, neben Michelle natürlich, waren das aber Celine Dion, ich meine, das ist schon ein Größen auf diesen Bühnen. Da wird einem schon so ein bisschen mulmig vor lauter Respekt, den ich da entwickle, zu sagen, oh mein Gott, und jetzt habe ich eine ähnliche Chance, das irgendwie da auch stehen zu können. Also es ist schon so unrealistisch, traumhaft, Wahnsinn. Also das muss man erstmal sacken lassen und verdauen. Ganz klar. Meinst du, Schlager hat dann international irgendwo auch einen gewissen Stellenwert? Kommt das auch an beim internationalen Publikum? Ich hoffe. Also ich sage jetzt mal ganz ehrlich, Schlager hat sich auf Plattformen wie beim ESC auch schon sehr, sehr oft bewiesen, was mir ein sehr gutes Gefühl gibt. Außerdem geht es ja nicht darum, dass ich jetzt amerikanischen Pop da singen soll, sondern es geht darum, dass man, wenn ich jetzt für Deutschland antreten sollte, dann fände ich es total cool, auch etwas in der deutschen Sprache zu präsentieren, weil für mich ist es so, für mich ist nichts typischer für Deutschland als der deutschsprachige Schlager. Ob man den jetzt mag oder nicht, ist die andere Sache. Aber für mich, also ich würde sagen, ich wäre sehr, sehr stolz, Deutschland vertreten zu dürfen und das dann auch noch mit einem deutschsprachigen Song. Also es gab ja damals sogar, glaube ich, diese Regel, dass jedes Land in seiner eigenen Sprache singen sollte. Und ich finde das sehr, sehr schade, dass es aufgehoben wurde. Und deswegen, ja, ich finde, man könnte das mal so langsam wieder zurückbringen. Ich werde, wie gesagt, alles geben und hoffen, dass meine Chancen da gut stehen, weil ich habe so ein bisschen aus den letzten Interviews und auch meinen letzten Fernsehauftritten und jetzt ganz viel auf Social Media so ein bisschen bei sehr vielen Leuten rausgehört, dass sich super, super viele Menschen wünschen, dass Deutschland auch mal wieder mit einem Song in der deutschen Sprache antritt. Und ich habe diesen Wunsch aufgenommen und ich werde diesen Wunsch bestmöglich vertreten und dann werden wir mal gucken. Wunderbar, nee, also da, wie gesagt, nochmal beide Daumen ganz fest gedrückt. Danke. Ja, ESC, es ist ja wirklich eine große Bandbreite, ich meine, die Musik verbindet ja sowieso, das ist doch ganz klar. Ne? Jetzt habe ich die anderen Kandidaten, die ich bislang vorgestellt habe, auch immer gefragt, wenn du jetzt mal deinen Song sozusagen nochmal ausblenden würdest und nur die anderen Vertreter hörst,
Gibt es einen Favoriten bei denen von dir? Ich muss sagen, ich finde alle Mitstreiter unfassbar stark. Was mir aufgefallen ist, es sind sehr viele Männer dabei, es sind sehr viele englischsprachige Songs dabei, was ich hochinteressant finde. Aber ich glaube, dass die alle unfassbar gut und talentiert sind. Und jetzt mal ganz ehrlich, wenn es andersrum wäre, wenn jetzt irgendwie nur, oh Gott, weniger gute Künstler im Vorentscheid wären, dann sollte ich mir Gedanken machen, warum ich überhaupt dabei bin. Deswegen, nee, also die sind alle ganz, ganz toll und alle irgendwie trotzdem eigen für sich. Und ich bin sehr gespannt, wie die Jury und wie das Publikum das einschätzt, wie sie sehen, wer Deutschland am besten vertreten könnte. Ja, also da müssen wir uns einfach am 16. Februar überraschen lassen. Ganz klar. Du hast deine Karriere toll begonnen, auf alle Fälle. Und ich denke mal, deswegen, auch selbst wenn es jetzt je nicht klappen soll, tun täte, davon gehen wir jetzt nicht aus, dein Weg geht weiter. Was sind es für Pläne jetzt über den ESC hinaus? Für 2024 zum Beispiel. Ich merke gerade, seitdem bekannt gegeben wurde, dass ich jetzt für das deutsche Finale ausgewählt wurde, seitdem passieren Dinge, von denen hätte ich im Leben nicht geträumt. Also ich meine, ich habe schon immer von diesem Weg geträumt, der jetzt gerade passiert, aber jetzt werden nochmal alle Grenzen und Dimensionen gesprengt. Es ist unfassbar. Ich bin auf einmal in super, super schönen, aufregenden TV-Formaten und kriege Anfragen, wo ich die gar nicht direkt was mit Schlager zu tun habe. Und das finde ich unfassbar spannend. Und es wird immer mehr. Und ich habe ja noch nicht mal den Vorentscheid irgendwie gewonnen. Und es wird immer mehr. Und deswegen, ich nehme das einfach wirklich mit einem offenen Herzen, mit offenen Armen entgegen und bin einfach dankbar. Und möchte jetzt gar nicht sagen, boah, das ist das einzige Ziel, was ich mir setze, weil es passiert gerade mehr als alles, was ich mir je erträumt habe, als alles, was ich mir je vorstellen kann. Deswegen, ich stehe einfach hier mit offenen Armen und nehme entgegen, was geht. Und bin da einfach sehr dankbar über alles, was gerade passiert. Sehr gut. Dein Bruder sozusagen, der Julian, der wollte nicht irgendwie auch mal antreten, der hatte kein Interesse oder kommt der vielleicht irgendwann nach? Oh, das weiß ich gar nicht. Also ich habe jetzt nicht meine Familie, jeden meiner Familie gefragt, hey, würdest du das auch machen? da kommst du nicht. Weil ich glaube, seitdem ich weiß, dass ich die Chance gerade bekommen habe, seitdem liegt wirklich der Fokus darauf, die Chance zu nutzen und das Beste draus zu machen. Ganz und ich hole mir von allen möglichen Tipps, was sie mir auf den Weg mitgeben würden. Und Gott, ich weiß nicht, was mit meinem Bruder ist. Ich keine Ahnung, ich glaube auch, er hätte das Zeug dazu, aber ich weiß nicht, ob es in seinem Interesse liegt, sowas mal zu machen. Genau, ihr seid ja wirklich die Musikfamilie schlechthin sozusagen, kann man sagen. Also wer da nicht musiziert bei euch, naja, sehr gut. Finde ich gut. Dranbleiben, auf alle Fälle. Wie schaut es bei dir auf der Bühne dann aus? Gibt es da schon Pläne, wie du deinen Song präsentieren wirst? Darf man schon ein bisschen was verraten? Ja, tatsächlich, seitdem wir wissen, dass ich dabei bin, gibt es jeden Tag Meetings, über die ganze Plattenfirma setzt sich zusammen, wir haben Stylisten, Visagisten, wir haben alle möglichen kreativen Leute im Boot, wo man jetzt auf einmal merkt, was da hier für ein, es geht richtig, richtig ab auf einmal und das ist viel zu viel, um das alles gerade irgendwie aufzunehmen und so richtig wahrzunehmen, es passiert viel zu viel auf einmal. Aber ich bin auch jemand, ich nehme gerade ganz, ganz viele Fotos und Videos aus meinem Privatleben auf, weil alles, was jetzt gerade passiert, ich möchte mich irgendwann, egal wo ich irgendwann bin, ob ich das jetzt gewinne oder nicht, ich möchte mich irgendwann daran erinnern, wo ich angefangen habe und wie ich gewesen bin, als es alles noch nicht so war, weil ich habe von meinen Eltern mit auf meinen Weg bekommen, dass man nie vergessen sollte, wo man herkommt und wo man angefangen hat und das ist so ein bisschen das, was ich mir jetzt auf diese ganze Reise sehr zu Herzen nehme. Aber ein Tipp, was Performance angeht, kann ich geben. Es wird genau das Gegenteil von dem, was alle wahrscheinlich von mir erwarten. Aber es wird auch ein unfassbar, oh Gott, darf ich das sagen? Ich weiß es gar nicht. Ein unfassbar emotionalen Aspekt geben in Sachen Outfit. Okay, also dann lohnt es sich unbedingt einzuschalten am 16. Februar. Genau, ich glaube 22 Uhr geht es erst los, gell? Irgendwie später. Ne? Ja. Und dann auf alle Fälle hier das richtige Voting, dass der Richtige nach
Schwedenferndorf, auf alle Fälle. Wer auch immer das sein mag, aber dir jedenfalls drückt man auch ganz fest die Daumen nochmal. Und ja, dann, wenn man noch ein bisschen mehr über dich erfahren möchte, Social Media, wo kann man da was an Erfahrung bringen? Wo bist du zu finden? Ich bin viel auf Instagram hauptsächlich unterwegs. Natürlich findet man mich auch auf Facebook und TikTok, aber ganz, ganz viel gerade so in privaten Dingen melde ich mich ganz gerne mal über Instagram. Und auch über diese ganze ESC-Reise, da werde ich möglichst viel posten, um die Leute natürlich, um die Zuschauer natürlich mitzunehmen, weil ich glaube, es ist nicht nur für mich spannend, sondern auch für alle, die jetzt außen stehen und auf meinen Sieg hoffen und auch die auf den Sieg der anderen hoffen. Ich glaube, es interessiert alle, wie es jetzt so ein bisschen Backstage aussieht. Und ich versuche einfach, alle so gut es geht mitzunehmen. Dann, wie steigt bei dir der Adrenalinspiegel? Wann geht's da los? Wann wirst du aufgeregt und nervös? Jetzt schon. Ja, schon seit Wochen. Das ist unglaublich. Ich dachte immer, ich habe schon so viel Bühnenerfahrung, vielleicht ist es nicht so schlimm, aber das kannst du mit keiner TV-Show vergleichen, die es bisher gab. Es ist einfach nochmal ein ganz anderes Level und ja, ich bin auch unfassbar aufgeregt. Und heute habe ich realisiert, oh mein Gott, es ist einfach schon nächste Woche Freitag. Und der Tag war heute schon gelaufen eigentlich. Ich bin so aufgeregt, habe so viel Vorfreude. Ich habe natürlich irgendwo auch immer wieder mal kleine Zweifel, wo man sagt, oh, bin ich gut genug? Es hat, glaube ich, jeder. Und Vorbereitung ist, glaube ich, das A und O. Und nichts dem Zufall überlassen und üben, üben, üben und alles andere kommt dann von alleine. Ganz genau. Also, dann haben wir schon ein bisschen was erfahren und ihr müsst euch da draußen unbedingt Naiv, den Titel Naiv merken und natürlich Marie Reim als Interpretin. Dann kann eigentlich schief gehen, da haben wir mal wieder eine schöne Schlagernummer, Pop-Schlagernummer, die den ESC für Deutschland dann hoffentlich vertreten kann, darf, soll. Ne? Wir würden uns freuen. Dir alles Gute, viel, viel Erfolg, auch darüber hinaus natürlich. Es geht ja erst dann richtig los, du bist ja wirklich noch wahnsinnig jung. Und dann sage ich herzlichen Dank, dass du kurz Zeit gefunden hast und wünsche dir alles Gute. Danke, danke, danke. Die Zuschauer von YouTube haben jetzt die Möglichkeit, entweder eines der empfohlenen Videos anzuschauen oder gar unseren YouTube-Kanal zu abonnieren. Ich wünsche gute Unterhaltung.